Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Weil alles dort begann. Die schönste Zeit. Also, gib mir ein O. O? Gib mir ein P. Was kommt da raus? Nein, 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 nicht Opposition. Schon mal gehört? Ja, irgendwo im Duden steht das auch. Bei O, glaube ich. Ja. Direkt unter Maskenaffäre. Ja, stimmt, ja. Spaß beiseite. Opposition wird uns gut tun. Also wir haben uns, glaube ich, totregiert. Wir machen heute ein bisschen Oppositionstraining. Sehr gut. Ja. Vielleicht einfach mal was reinrufen. Stellen Sie sich vor, gerade Verkehrsminister Anton Hofreiter redet. Geh zum Friseur. Ja, vielleicht braucht die CDU und die CSU nicht nur ein neues Grundsatzprogramm, sondern auch mal neue Witze. Was ich mich bei der Jungen Union immer frage, wann wird eigentlich mehr gesoffen? Beim Wahlsieg oder bei der Wahlniederlage? Ach, bei uns macht das alles keinen Unterschied. Trinkt ihr wieder oder seit der Bundestagswahl? Prost erstmal, ne? Freut ihr euch auf die Opposition? Ja, sehr. Mal richtig auf den Putz hauen und Forderungen stellen, die nie durchsetzbar sind. Cool. Also das, was die CSU eigentlich immer macht. Genau. Haben Sie nicht Angst, wenn es keinen Bundesverkehrsminister gibt, der Geld nach Bayern rüberschaufelt, dass es hier bald so aussieht wie in NRW? Die Angst habe ich nicht, wir werden es gemeinsam hinkriegen. Aber klar war auch, dass ein bayerischer Verkehrsminister dafür gesorgt hat, dass in Bayern was vorangeht. Und das ist seine Aufgabe. Halt nur in Bayern, ne? Ja, ich würde sagen, als Bundesverkehrsminister ist seine Aufgabe noch ein bisschen weiter, als zu gucken, dass die Straßen in Bayern gut sind. Danke, Andi, danke für deine Gelder von Berlin nach Bayern. Hast du super gemacht. Aber jetzt Opposition, auch mal nicht so schlecht. Muss man nicht auch das Positive an der Rolle Opposition sehen? Weil das Gute ist, im Bundestag werden ihre Abgeordneten endlich nicht mehr von den Lobbyisten belästigt. Also das würde ich so nicht sehen, weil wir wirklich gerne gestalten und regieren. Und Lobbyisten sind auch Medienvertreter übrigens, Lobbyisten sind auch Gewerkschaftsvertreter, also Lobbyisten sind auch Fridays for Future. Also sie haben viele Lobbyisten, die belästigen alle möglichen. Ich kann bei meiner Mutter schwören, ich habe keinem Unionsabgeordneten eine Maske angedreht. Ja, das war auch nicht gut. Also das war auch definitiv nicht gut. Ja. Ja. Tilman Kuban hat ja einen deutschen Sebastian Kurz gefordert. Hätte er lieber noch ein paar Tage gewartet mit, ne? Das ist gut, ja. Aber das ist ja das Schöne, bald hat ja der echte Sebastian Kurz Zeit. Das glaube ich auch nicht. Dass er dann nach Deutschland kommt? Das glaube ich nicht. Den nehmen wir gar nicht auf hier. Nee? Nee. Also das ist dann doch noch die harte Asyllinie der CSU. Ja, ganz genau. Also auch Zuwanderung aus Österreich. Ja, ja gut, klar. Kriminelle Asylanten will man hier nicht haben. Kennen Sie das Wort Opposition? Ja, aus einer düsteren Vergangenheit. Kommt jetzt wieder, ne? Ach, warten wir es ab. Ich erkläre es Ihnen mal. Also man muss gegen die politische Führung sticheln und sich für den Besseren halten. Also für Sie ändert sich eigentlich nichts. Schöne Grüße an die heutige Show. Es war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begann. Hallo YouTube. Unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Er deutet nach unten in die Infobox. Neben mir gibt es weitere interessante Videos, Verlinkungen, vielen Dank.